So, willkommen zurück zur nächsten Folge. Winter ist ja bekanntlich Schrauberzeit. Das heißt, im Winter werden die meisten Motoren zerlegt und für die nächste Saison vorbereitet. Und deswegen sind wir heute auch wieder an dem V6-Motor von Marius. Hi. Und der wird jetzt erstmal zerlegt, weil der soll nächstes Jahr ein bisschen mehr Leistung bekommen. Hoffentlich. Das heißt, wir müssen so ein paar Sachen verändern an dem Motor, damit das Ganze nächstes Jahr auch, ich sag jetzt mal, standfest funktioniert. Und deswegen muss er jetzt als allererstes komplett gestrippt werden, weil wir da nämlich morgen mit zu Björn BP Motorentechnik fahren. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, den zu zerlegen. Und immer wenn es was Interessantes zu gucken geht, machen wir einen Cut quasi und melden uns zu Wort. Ja. Dazu kann schon mal gesagt sein, auch hier genauso wie bei meinem Limo-Motor, beim Zerlegen messen wir immer noch mal einmal die Nockenwellen nach, um zu wissen, wo sie gestanden haben, dass wir da nächstes Jahr wirklich den Motor wieder genau so zusammenbauen können und nicht von null anfangen. Also ich würde sagen, als nächstes alles ab, Kopf runter. An dem Kopf können wir zum Glück alles dran lassen. Lader, Ansaugbrücke und so weiter. Das wird zwar später noch geändert, aber jetzt zur Sekunde wollen wir eigentlich nur an den Block. Das heißt, wir können das Ganze komplett einfach runternehmen. Ja. Das hier ist übrigens die VR6. Spezialkurbelwellengehäuseentlüftung. Ging die einfach so ins Freie? Ja, kam man nichts raus. Also war kein Catchtank und nichts notwendig. Nee. Das muss man diesem Motor einfach lassen. Das können die VR6. Die haben erst ganz, ganz spät Probleme mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Bei mir bei der Limo ist das ganz ein anderes Thema. Die VR-Motoren, die können das einfach. Da kommt einfach kaum was hier oben aus der Entlüftung raus, ne? Die Original ist ja hier hinten nur einer, aber so. Also da kam nie irgendwie Öl raus oder so. Bin ich mal gespannt, ob das nächstes Jahr auch noch so ist. Wie hoch hast du dieses Jahr gedreht? 8000 und so, ich glaube, in der Spitze 2,4 bar Ladedruck. So, wir haben jetzt zur Kontrolle einmal Nockenwellen nachgemessen. Jetzt wissen wir, wie sie standen. Können sie dementsprechend nächstes Jahr, falls die Wellen wieder reinkommen, wieder so einbauen. Und jetzt können wir eigentlich direkt Kopf abbauen. Ja. Was machst du denn? Ich hab Angst. Stell mal vor. So, eigentlich gab es dieses Jahr mit diesem Motor keine Probleme, außer Kopfdichtung. Einmal hast du Kopfdichtung weggeballert, ne? Aber ist auch der Ladungsregelung verschuldet, ne? Die war ja ausgefallen. Also war so ein jetzt nicht kurzzeitig über 3 bar, hatte ich kurzzeitig auf zu viel Druck Anzeige. und war auch nicht abgestimmt auf den Druck und so weiter. Ich bin gespannt, ob man schon ein bisschen was sehen kann an der Kopfdichtung, dass die vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen undicht war, ein bisschen durchgeblasen hat oder so. Deswegen nehmen wir den Kopf einfach mal runter und gucken mal. Ich finde, man sieht schon, wenn man mal näher rangeht, zum Beispiel hier, sieht man ja definitiv, wie es nach außen hin so ein bisschen dunkel wird. Also man so ein bisschen Verbrennung quasi unter der Dichtung durchsieht, ne? Genauso finde ich, sieht man das auch hier relativ stark. Guck mal, wenn du hier jetzt guckst, wie schwarz das ist, das kann man auch nicht einfach wegwischen. Also da ist schon richtig Verbrennung drunter gegangen. Und man sieht es halt überall so ein ganz bisschen, nicht bei allen Zylindern, aber hier ist es definitiv schon am stärksten. Ja, wie ist der Plan? Na, ich würde sagen, umdrehen, Ölwanne ab und dann gucken wir uns mal Weitermachen. den Hauptpreis an. Wir verraten jetzt zur Sekunde noch nicht so viel, was wir vorhaben. Das seht ihr später im Video. So viel auf jeden Fall erstmal zum Thema Kopfabdichtung. Und jetzt gucken wir erstmal den Rest vom Motor an, gucken uns auf jeden Fall nochmal Pleuellager an, ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Kolben raus, alles raus. Und weiter geht's. Wir haben hier Kolbenpleuel. Wie ihr seht, stinknormaler Standard VR6 Kolben. Eigentlich der Wahnsinn, dass sowas 700 PS kann, ne? Also ich bin immer wieder von diesen VR6 Motoren begeistert, wie die Dinger dann doch relativ seriennah durchhalten. Und wir haben ja lediglich im Winter die Pleuel getauscht. Serie in Lager wieder drin. Ja, die alten wieder reingesteckt damals sogar, ne? Genau, es waren die alten Schalen drin und wie ihr seht, die sehen tatsächlich immer noch aus wie neu, ne? Ja. Das ist schon krass.
Das ist auch Serien V6-Lagerschale. Genau, ist kein R32 oder R36. Die untere dazu, da sieht man so ein ganz bisschen Abtrag, sage ich jetzt mal, im Bereich von der Nut. Aber die würde ich, glaube ich, auch 1:1 so wieder einbauen. Mhm. Kolben sehen soweit auch Taco aus. Nichts geklemmt, nichts gefressen. So ein ganz bisschen diese Einlaufbeschichtung ist weg. Aber das haben die Sauger auch schon, ne? Also genau, das haben die immer. Die ist ja auch extra, diese Beschichtung ist ja auch extra dafür da, dass die sich gerade einläuft. Und viel entscheidender ist halt eher mehr so wie Kolbenringe und der Bereich so aussieht. Aber das ist wirklich alles Taco. Ja, ich würde sagen, guter Motor. Muss fast nichts gemacht werden. Ja, hoffentlich. Wir nehmen jetzt noch die Kurbelwelle auf und dann geht's zu Björn. Ja. Wo wir gerade eben beim Thema waren, was so ein VR serienmäßig kann. Hier waren bis heute die serienmäßigen Schrauben unten in der Hauptlagergasse drin. Auch ein Punkt, was man dem VR lassen muss, dass das Ding einfach Serie so viel kann. Wir tauschen die jetzt auf jeden Fall gegen hochfeste Pro Series Bolzen, weil man weiß nie, wie lange sowas gut geht. Und wenn wir es jetzt einmal zerlegen, dann kommen da gleich Bolzen rein. So, wir sind bei Björn angekommen mit unserem VR6 Motor. Ich hoffe, Björn, heute machen wir hier richtig Gas, ne? Ja. So, Ziel bzw. Plan für heute ist, weil das bei Marius Motor alles so ein bisschen akuter ist. Wir haben schon ein bisschen vorgedreht während des Zerlegens und ich habe schon gesagt, dass uns wir mit Thema Zylinderkopfdichtung und so weiter beschäftigen. Was genau machen wir heute? Wir werden heute den Block einmal erst in die Waschmaschine schmeißen, damit er wieder sauber ist. Relativ ölfrei ist. Dann werden wir ihn planen. Mhm. Danach werden wir ihn auf das Bohrwerk packen und die Ringe einstechen für die Kupferringe, für die Kopfdichtungsverstärkung. Da waren wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir wollen in den VR-Motor, genauso wie in meinen V6-Motor, diese schönen Kupferringe hier reinmachen. Ja. Hast du es beim VR schon mal gemacht? Habe ich schon mal gemacht. Ist ein bisschen anders, weil der Zylinder ja nicht gerade rauskommt, sondern schräg rauskommt. Dementsprechend ist das vom Ausrichten her nicht ganz so einfach wie einem V6. Ja. Das heißt, es sieht zwar jetzt gerade hier rund aus, ist aber eigentlich gar nicht rund, sondern ist leicht oval, weil der Zylinder leicht schräg steht. Genau, und wenn man mit einem Abtastdorn reingeht und man ist zum Beispiel 1 cm unter der Unterkante und dreht mit dem Abtastdorn, ist aber ja nicht die gleiche Position wie hier oben, weil der Zylinder ja schräg zu dahin weitergeht. Mhm. Dementsprechend ist das ein ganz klein bisschen anders bei dem. Was sagst du zu dieser Dichtfläche? Also das waren jetzt so 700 PS mit Sprit. Hier sieht es aus, als ob er langsam durchdrückt. Mhm. Immer überall, wo diese schwarzen Stellen sind, da kann man von ausgehen, dass da gerade angefangen hat, die Abgase sich durchzudrücken. Mhm. Vielleicht hat man es noch gar nicht gemerkt. Hatte er Überdruck im Kühlsystem oder sowas? Relativ wenig. Ja. Also ich fand auch, dass man es schon gerade hier in der Mitte relativ stark sieht. Da waren wir gestern auch schon im Video drauf eingegangen. Hier so sieht man auch irgendwie so ein bisschen. Ja. Also ich denke mal... Hier ist Auslassseite, ne? Ja. Wobei, ja, nicht ganz bei dem. Ich denke mal, wir machen auf jeden Fall nichts verkehrt, hier jetzt diese Ringe einzusetzen. Genau. Okay, das heißt, als erstes wird der Block jetzt gewaschen und dann geht's weiter. Der Block ist sauber. Wie ihr gerade gesehen habt, ist das nicht nur eine Maschine, sondern da ist richtig Handarbeit von Björn noch angesagt, um die Dinge mal sauber zu kriegen. Nur beim VR6. Nur beim VR6, okay. Ja, der ganze Rost. Kurz was zu dieser Teilewäsche. Es ist auf jeden Fall warme Flüssigkeit drin, ne? Ja. Man merkt, der ist immer noch ein bisschen warm, der Block. Früher hatte ich eine... war ich gerade die Bezeichnung nicht, mit um die 70 Grad herum, mit einer Lauge und jetzt ist es so ein Fettesterreiniger. Ja, was das Öl relativ gut wegmacht und früher musste die Maschine ungefähr einmal im Monat auswechseln, das Wasser, und jetzt kann ich das bis zu einem Jahr drin lassen, das Zeug. Ja. Wie lange war der da jetzt drin? 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
Wir sind an der Planschaftmaschine, ich plane den jetzt. Ich habe den Stirndeckel dran geschraubt und das Erste, was ich machen muss, ist einmal die Fläche. Das ist ja die Fläche, die, wo der Block gleich aufliegt. Die muss natürlich befreit werden von dem Rost, dem Dreck und eventuelle Macken muss ich wegschleifen. Das mache ich jetzt. 100% Plan auf den Tisch. Genau. Ich sehe keine Macke. Ist sauber genug. Dann kann ich jetzt auf den Bohr wegpacken. Ich finde immer, an dem VR6 sieht man irgendwie, gegenüber meinem V6 ist der von der Lagerung irgendwie, sieht der nicht so stabil aus wie der V6, ne? Och, das finde ich jetzt nicht. Findest du nicht? Ich sieben Lagerdecke. Ja, aber so komplett freistehend in dem Kurbelraum unten und nur einfach verschraubt. Das ist aber ausschließlich bei deinem V6 so. Sowas gibt es relativ selten. Alle normalen Vierzylinder und Reihenmotoren sind normalerweise immer so. Alle so offen? Genau. Mhm. Was denkst du, ab wie viel PS gibt es da Probleme unten? Das weiß ich nicht. Willst du auch nichts zu tun haben mit, ne? Wieso genau musst du den Block jetzt erst planen? Das sieht man bestimmt gleich, wenn ich ihn plane. Dann seht ihr, wie die Fläche sozusagen so durch ist. Und ich möchte ja die Lut genau gleichmäßig tief haben und nicht, dass er an einer Seite 0,8 tief ist und an der anderen Seite 0,7 mm. Also das ist quasi reine Vorsichtsmaßnahme aus Erfahrung, dass du nicht gleich anfängst, die Ringe zu machen und dann feststellst, scheiße, ist nicht gerade. Genau. So, jetzt kann ich euch das zeigen, wieso ich den auf jeden Fall planen möchte. Ich bin das erste Mal drüber gegangen und man sieht sehr stark, dass der Stein hier und auf der anderen Seite genommen hat. Das bedeutet, so minimal dort auch, aber man sieht die Tendenz, dass er eigentlich so durchgezogen ist. Und deswegen plane ich die Blöcke, dass sie wieder plan sind. Deswegen heißt es Planschleifen. Und das hat besonders der VR6 hat das sehr, sehr stark, diese Eigenschaft, dass er sich so reinzieht. Wie viel ist da jetzt ungefähr weggenommen? 0,2 mm, 0,1. Was denkst du, wie viel musst du in Summe wegnehmen? Sehen wir gleich. Okay. So, der Block ist fertig geplant. Jetzt könnt ihr sehen, wieso ich immer sage, bringt den Stirndeckel mit. Denn der Stirndeckel beim VR6, nachher ist ja die Kopfdichtung im Ganzen drüber. Und wenn dieser Stirndeckel jetzt hier nicht geplant wäre, würde er höher gucken und der Kopf hätte hier einen Spalt. Und dann würde das alles gar nicht richtig funktionieren. Ich weiß, dass die Stirndeckel ungefähr 0,1 mm tiefer sind als der eigentliche Block, sodass die der Serie ein bisschen Toleranz haben. Aber in dem Fall sieht man, dass er gerade hier was weggenommen hat. Das natürlich wieder durch den Laufe der Zeit. Die Schrauben ziehen das langsam hoch. So, einen Ring habe ich schon drin, einen Nut. Beim VR6 ist das einfach ein bisschen tricky, weil aus irgendwelchen Gründen die Bohrungen nie ganz zu der Kopfdichtung passen. Weil aber unser Kupferdraht natürlich an einer ganz speziellen Stelle der Kopfdichtung sitzen muss, muss ich sozusagen den Stahl an der Kopfdichtung ausrichten. Wir fangen mal ganz vorne an. Wofür machen wir das Ganze überhaupt mit diesem Kupferring? Ach so, wir haben ja bei der Leistungssteigerung deutlich mehr Druck im Zylinder. Und dementsprechend fängt es irgendwann an, dass sich der Druck so hoch ist, dass er den Kopf abhebt. Mhm. Beziehungsweise eigentlich diese Schraubenkonstruktion beim VW6 ist ja auch nicht optimal. So hebt sich der Kopf immer einen gewissen Bereich ab und dann fängt es an, die Abgase da rauszutischen zum Beispiel Wasserkanal hin. Das haben wir gesehen, dass er da ganz leicht schwarz war. Mhm. Mit dem Kupferdraht erhöhen wir genau dort an der richtigen Stelle den Druck, damit sozusagen, wenn der Kopf sich ein bisschen hochhebt, aber immer noch genug Druck an der Stelle ist, damit eben die Kopfdichtung nicht undicht wird. Also man erhöht quasi punktuell die Vorspannung von der Kopfdichtung. Genau. Dafür muss ich mir genau angucken, wo liegt die Falz, wo liegt die originale Dichtfalz, weil es ist ja nicht nur einfach ein Blech, das ist ja ein bisschen gestanzt, das ist punktuell ja schon eine Krafterhöhung erzeugt. Das gucke ich mir an, lege es fest, wo der Draht hinkommt.
Im Normalfall kann man dann immer nach dem Zylinder ausrichten, hierbei nicht. Mhm. Nicht nur, dass der Zylinder schräg rauskommt, auch noch, dass die Zylinder gar nicht zu den Bohrungen so richtig passen. Also für mich ist das eine Katastrophe. Das heißt, ich muss es hier nach ausrichten. Das habe ich gemacht beim ersten und jetzt nehme ich den zweiten und zeige es euch, wie es geht. Und hier kommt jetzt später quasi ein Kupferdraht rein, ja, der aber nicht komplett plan drin ist, sondern ein bisschen raussteht. Nein. Dass er sich quasi beim Anziehen... Genau, der Kupferdraht ist ja schön weich, dementsprechend kann er sich auch anpassen. Das wäre relativ schlecht, wenn wir einen Stahldraht nehmen würden, weil der würde ja gar nicht nachgeben. Mhm. Der würde die Kopfdichtung an dieser Stelle drücken, bis zum geht nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Deswegen haben wir den Kupferdraht genommen und das passte. Ja, man muss dazu sagen, wir haben wirklich extrem gute Erfahrungen mit dem System gemacht. Ne? Wir haben das, glaube ich, als allererstes bei mir bei der Limo mal getestet, wobei ich glaube, bei ein paar Motoren hat es vorher auch schon gemacht. Jetzt keine V6, aber ich glaube zum Beispiel beim Honda hat es, glaube ich, schon mal genau, gemacht. Genau, einmal beim Honda, da haben wir es her sozusagen. Ich war da sehr skeptisch, dass man einen Draht nimmt, der unterbrochen ist. Da habe ich immer Angst gehabt, dass dort die Abgase durchzischen können. War aber nicht so. Mhm. Hat funktioniert. Okay, das heißt, wir machen jetzt noch weitere 6 Nuten hier rein. Der Kupferring kommt natürlich nicht heute rein, den machen wir ganz am Ende rein, wenn das Ganze montiert wird. Dann mit den kürzeren Pleu und der dünnen Metalldichtung und dem Pro Series Kopfbolzen sollte das Ganze dann am Ende eigentlich hoffentlich fest für, ich sag jetzt mal wahrscheinlich für fast für 1000 PS sein oder so, ne? Ja. Weil viel mehr kann man dann, glaube ich, auch schon in puncto Kopfdichtung gar nicht mehr machen, ne? Bei dem Motor nicht so richtig. Du hast gesagt, wir sollten den Block auf jeden Fall gleich noch einmal durchholen danach. Ja, das machen wir gleich. Hat das was mit unserer eigentlichen Arbeit jetzt zu tun oder ist das mehr einfach, weil du sagst, gebrauchter Motor, wenn wir schon dabei sind, lieber immer einmal holen? Einmal durchholen, normalerweise sage ich immer, einmal neue Kolbenringe draufpacken, dass das wieder anpassen kann. So hat man die ganzen alten Riefen, die ja entstehen, geglättet. Ich hole ja nicht gleich ein Zehntel raus, so ein Millimeter. Das ist ja die Flexhohnbürste, die ja nur die Oberfläche wieder anraut, damit die Rauigkeit, der Kreuzschliff wieder da ist, damit die Kolbenringe darauf gut arbeiten können. Okay, los geht's. So. Ich fahre an. Nach Geräusch ein bisschen. Und nach Optik. Da fängt es an. Dann habe ich meine Digitalanzeige. Die null ich an dem Punkt. Und dann kann ich sozusagen zustellen. Das war's. Noch nicht ganz. Gleich, wenn wir alle durch haben, muss ich jede Nut noch einmal entgraten, weil im Endeffekt haben wir jetzt gerade eine ganz scharfe Kante erzeugt. Da kriegst du den Draht nicht reingedrückt. Der würde sich sozusagen aufpellen. Dementsprechend muss ich gleich noch einmal mit einem Handgerät sozusagen die Kante entgraten. Phasen. So, die Nuten sind im Block. Jetzt werden noch die Zylinder geholt mit den Flexhornbürsten. Komm mal einmal und guck dir die Zylinderwand an. Die sind jetzt gerade noch so den gebrauchten Zustand. Das mache ich in der Waschhalle, weil es relativ spritzt. Hier ist der erste. Eine Flexhornbürste, das sind Siliziumkarbidkugeln an so flexiblen Nylon-Drähten. Und damit hone ich jetzt erstmal die Zylinder durch. Das ist aber nicht die Version, wie du honst, wenn du auch vorher gebohrt hast. Genau, das ist eine andere Version. Das hier nimmt fast kein Material raus im Durchmesser. Verändern wir nichts, wir glätten sie nur. Beziehungsweise wir glätten die Riefen raus und erzeugen ein definiertes Schliffbild. So, gucken, ob es reichte. Kannst du da jetzt irgendwie bestimmen, definieren, steuern, wie viel Material du da gerade wegnimmst? Oder Nein. ist das eh gar nicht messbar, wie viel du das wegnimmst? Das ist sowieso nicht messbar. Also das ist wirklich im tausendstel Millimeter Bereich. Genau. Man sieht jetzt auf einmal eine Riefe durchschimmern.
die wird auch nicht weggehen, weil wir eigentlich ja nur glätten. Beziehungsweise, wie ihr seht, die Riefen wieder neu erzeugen. Wofür wird dieses Hohn überhaupt gemacht? Damit sich die Kolbenringe wieder anpassen können an den Zylinder. Das mache ich jetzt mit allen Zylindern. Hier gehe ich nochmal ein bisschen nach und danach, noch einmal, einmal die Drehzahl erhöhen, da muss ich schneller arbeiten. Also wenn man hier einen halben Millimeter Übermaßkolben einbauen möchte, dann dauert das wirklich lange. Ja. Und im zweiten Schritt kommen die hohen Bürsten. Es ist ein Silizium-Carbid-Material, was in einem Nylonfaden gebunden ist. Das sozusagen ist die hohen Bürste. Die erzeugt keine Rauigkeit, die glättet sozusagen und macht das sogenannte Plateauhohnen. Ihr das heißt, wir rauen erst an und machen es jetzt quasi wieder glatt. Genau, aber die Riefen selber, die tiefen Stellen sind vorhanden, sozusagen die Ölhaltenuten. Und das, was ich jetzt mache, ich sage immer, das ist 1000 Kilometer einfahren, was ich jetzt einmal mache, in diesen paar Sekunden. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht einfahren immer? Ungefähr, ungefähr. Das habe ich mir mal mit dem Rauheitsmessgerät rausgefahren. 12 Hübe sind da ganz gut. Ihr werdet fast keinen Unterschied sehen, wenn jetzt daneben ein Zylinder wäre, der noch nicht gebürstet wäre, dann würde man es mit dem Fingernagel so spüren, so ganz leichte Unterschiede, sogar leicht hören. Und der größte Unterschied ist beim Kolbeneinbauen. Ihr kennt das vielleicht vom Kolbeneinbauen, dass der so richtig so schleifend sich anhört, wenn man den reindrückt. Das passiert hierbei nicht. Der geht einfach so rein. Ich finde, es sieht auch ein bisschen glänzender aus. Das kann sein, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen glänzender. Ich kann gerne daneben nochmal einen Zylinder machen mit dem hohen Steinen. Und dann sieht man den Unterschied. Das hört sich ein ganz bisschen glatter schon an. Und ich glaube, auf der Kamera wird man es nicht sehen, aber ich sehe es auf jeden Fall so ein bisschen, wie es ein bisschen glänzender, heller ist. Aber man sieht halt schon krass den Unterschied zwischen alt und neu. Das kann man auf jeden Fall erkennen. Obwohl wir maßlich eigentlich fast nichts rausgenommen haben. Das ist ein tausendstel Millimeter Bereich. Das Kolbenspiel ändert sich dadurch gar nicht. Nur die neuen Kolbenringe können sich besser auch einlaufen. Ja, geil. So, Björn holt jetzt noch die letzten 6 Zylinder durch, beziehungsweise die letzten 3, dass wir alle 6 Zylinder geholt haben. Und dann sind wir für heute auch soweit wieder durch. Es gab mal wieder ein bisschen Motorentechnik vom Feinsten. Der VR6 ist jetzt, ich sag jetzt mal, fertig für die nächste Saison. Wir melden uns als nächstes beim Zusammenbau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.